Warum blinkt? Ach, weil wir ja Seelen kriegen, geil. Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück bei Hollow Knight. Ja, ich habe tatsächlich schlimme Dinge getan. Und zwar bin ich wieder einigermaßen gesund, deswegen auch wieder mit Kamera. Hallo, meine Lieben, oh mein Gott, ist so schön, mich wieder zu sehen. Entschuldigung. Ich habe ein bisschen an meinen Kamera-Settings, Alter. Ich habe meine Kamera-Settings angefasst. Meine Kamera und ich habe das schon mal erzählt. Wir sind so heftig auf dem Kriegsfuß, also so richtig heftig auf dem Kriegsfuß. Und jetzt muss ich immer wieder so, ihr müsst euch diese Folge unbedingt, vielleicht auch die nächsten zwei. Meine Haare sind komisch. Müsst ihr euch daran gewöhnen, dass ich immer wieder so rüber gucke, weil ich muss meinen Ausschlag von der Kamera beobachten. Weil ich habe das Mikrofon immer genauso in meiner Fresse und jetzt ist es wahrscheinlich viel zu laut, weil ich die Einstellung verändert habe. Deswegen versuche ich ja gerade zu flüstern, weil ich mein Mikrofon nicht mehr so in der Fresse haben will. Ja, an meinem Mund. Wir sollen ja hier ja korrekt bleiben von der Wortwahl und nicht so schlimme Wörter benutzen. Aber, und ich will halt nicht, dass, wenn ich schon mit Kamera stream, oder stream, wenn ich aufnehme mit Kamera, dass es halt nicht so, dass es halt ein bisschen mehr aus meinem Gesicht ist, dass ich halt, offener wirke und dass ja nicht 50% des Kamerabildes meine Kamera, mein Mikrofon ist. Und deswegen habe ich das jetzt ein bisschen umverändert. Ich hoffe tatsächlich, dass es nicht übersteuert und ich hoffe auch, dass es nicht zu leise ist und dass es, ich weiß nicht mal, wo wir hier gerade sind. Ach, wie stimmt, wir waren hier, wir waren in dem Traum. Ich lasse das jetzt erstmal die Folge so und werde dann am Ende probieren. Und ich bin mir immer noch sicher, dass es hier irgendwo runtergeht tatsächlich. Guck mal, wir haben ja da unten noch so... Ich werde das jetzt probieren. Nein. 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 Hier vielleicht? Nein. Warte, es gibt ja hier, vielleicht hier irgendwo? Muss kurz warten, bis meine Seelen sich aufgeladen haben. Wie könnte, das geht ja Gott sei Dank mittlerweile automatisch. Nö. Es macht hier aber auch nirgends wirklich so den Anschein. Vielleicht maximal... Nee, ich glaube hier auch nicht. Es macht mich so wütend. Was ist da unten? Da ist ja... Das wäre mapmäßig nicht angezeigt, wenn da nichts wäre. Das wissen wir alle. Du weißt das und ich weiß das. Das wissen wir. Das macht mich aggressiv. Aber wie kommen wir da? Es muss ja irgendwo einen Weg hier rüber geben. Ich werde das jetzt irgendwie herausfinden, ist mir egal. Hey. Das sieht schon so verdächtig aus eigentlich hier. Ja, hier sind wir durchgerannt. Das bringt uns nicht viel. Und da unten ist noch das mit dem Blauen. Da bin ich auch noch ziemlich unsicher, was das eigentlich zu bedeuten hat. Ich frage mich, wenn wir dieses blaue Material haben und dann darunter geht, ob wir dann da reinkommen mit diesem blauen Herzen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist noch so viel zu entdecken, ey. Aber ich weiß aber jetzt, wo es schon wieder eine Weile her ist. Ich hätte mir das alte Video mal angucken sollen, wo wir stehen geblieben sind. Ich bin mir gerade nicht sicher, was wir machen müssen. Wir haben ja dieses krasse, wir haben ja jetzt hier dieses krasse Amulett letztes Mal gefarmt. Dieses overpowerte Ding da. Und dieser scharfe Schatten, stimmt, wir können ja überall durchdashen. Geil. Was wir machen können, wir haben drei bleiche Erze. Das heißt, wir können eigentlich zum Schmied gehen. Und das machen wir jetzt auch. Als allererstes. Oh, ich habe mich gerade aufgelöst hier, so habt ihr es gesehen.
Bei 2400 sind wir nochmal zugekommen. Das ist gar nicht mehr so lang. Wir haben schon 2-2. Wir gehen Richtung... Wo war der Schmied eigentlich nochmal? Der war, glaube ich... hier. Na, da, das ist der Schmied, da bin ich mir absolut sicher. Das heißt, am schnellsten sind wir wahrscheinlich von hier. Statt der Tränen, zack, zack, hier runter, zack, dann da links, zack. Und dann da. Oder? Ja. Da gehen wir hin. Avalava. Lagerräume der Stadt müsste sein. Ich hasse es, dass das nicht einfach Stadt der Tränen heißt. Mich juckt am Bein, mich juckt am Bein. Ja, ich hoffe so wirklich, dass meine Mikro-Einstellungen okay sind. Ey, ich bereue es so sehr, dass ich die verändert habe. Aber Mann, man muss sich ja als LPer, als so ein heftiger LPer wie ich, muss sich halt entwickeln. Sind wir eigentlich richtig da, wo ich hin wollte? Ja, ich sehe mich gerade auf der Map nicht. Ah ja, genau, wir müssen hier runter. No comment. Ja, ihr habt Glück gehabt. Runter hier, ja. Ist da was? Ho, ha, hu, ha, hu. Es gab eine Seele, oder? Ja. Ciao. Wir haben einfach mittlerweile fast alles one-shotten. Zack, zack. Zack. Oh mein Gott, das ist selber schuld, wenn ich wie so ein ADS-Kind da die ganze Zeit draufschlag. Witzig, weil ich ADS hab. Ah! Entschuldigung. Wie ich mittlerweile private Infos über meinen Selbstpreis gebe. So weit ist es schon gekommen, Leute. Vertraue euch meine privaten Infos an. So, wir gucken mal hier rüber. Ah, ne, wir sind beim Schmied, nevermind. Hi. Du bist es wieder. Ich sehe, du hast etwas bleiches Erz, ein seltenes und erlesenes Metall. Gib mir das Erz und etwas Geo für meine Mühen. Und ich schmiede deinen Nagel neu und mache ihn stärker. 3.000, 4.000, Alter. Junja. Wie du wünschst, dann mache ich manchmal an die Arbeit. Fertig, ich habe deine Waffe jetzt neu geschmiedet. Dein Nagel ist viel stärker als zuvor, so stark wie er nur sein kann. Nur in deiner Waffe habe ich je ein solches Potenzial gesehen. Endlich kann ich die Erhabenheit eines reinen Nagels erblicken. Das ist dieser Moment, dass dieser Moment so schnell gekommen ist. Ich muss mich kurz sammeln. Der ist weg? Das kann nicht sein Herz sein. Ist da was? Nee. Jetzt, da ich einen reinen Nagel geschmiedet habe, ist meine Arbeit in diesem Leben getan. Mein einziger Wunsch ist es jetzt, die wahre Kraft des Nagels selbst zu sehen und zu spüren. Ich bitte dich, strecke mich nieder. Ich will in meinen letzten Moment die ausgezeichnete Schneide dieser Klinge schmecken. Nach all dieser Zeit, all dieser Arbeit, habe ich das da nicht verdient? Nee, sicher nicht! Mir geht's raus und wieder rein. Ich werde dich nicht umbringen. Zögere nicht, ich flehe dich an. Strecke mich nieder. Ich will die ausgezeichnete Schneide dieser Klinge schmecken. Nein! Ich bring dich doch nicht um, du hast mir ein geiles Schwert gemacht. Vergiss es. Dann steh hier für immer. Dann steh hier für immer, aber ich werde dich nicht umbringen. Ciao. Was ist denn los mit dir? Wie kann man nur so krank sein? Wie sieht eigentlich meine Waffe mittlerweile aus? Sieht die hier anders aus? Die ultimative reiner Nagel.
Wow, ich brauche immer noch 2 Hits für den. Wenn wir jetzt noch Dings anziehen. Das da. Ich will gar nicht unser Damage wissen. Das muss ja so pervers sein. Ich weiß halt nicht, wie hart der sich eigentlich immer so erhöht. Und es ist super ungewohnt, wenn der Mikrofon nicht vor der Schnauze ist. Ich fühle mich da so unsicher. So, ich bin enttäuscht, dass ich hier immer noch 2 Hits brauche für die. Und ich bin mir ehrlich gesagt gerade gar nicht sicher, wo ich hin will. Ich gehe jetzt mal an die Bank hier. So, Optionen, die wir jetzt noch haben. Da oben, ist da oben, ob da oben noch was ist? Wahrscheinlich nicht. Schätze mal nicht. Hier waren wir überall schon, Mistmund auch, heulende Kappe waren wir. Mich juckt es am Kopf, ganz leicht. Was ist da eigentlich? Da ist noch ein Gebiet, wo wir noch nicht waren. Seht ihr das so da, so dieses offene? Kann man da ein bisschen dran zoomen? Nee, gell? Hier waren wir überall. Das ist noch ein Rätsel, wo ich mich noch nicht sicher bin. Dann haben wir noch bei der Abfallgrube. Hier war doch irgendwo so eine riesige Grube. Wo war die denn? Da haben wir auch einen Marker gesagt. Hier, die Abfallgrube. Da brauchen wir noch einen Schlüssel. Ich weiß noch nicht, wo wir den herkriegen. Können wir da noch was öffnen? Da war sowieso nichts. Da waren wir ja schon. Boah, schwierig. Wir haben auch alle schwarzen Wände, glaube ich, durchbrochen, gell? Was wollte ich eigentlich letztes Mal machen? Ich meine, wir haben die reine Seele. Das kann es jetzt noch nicht gewesen sein. Okay, was ich mal teste. Ich gehe jetzt hier hin. Hol blaues Material. Also blaues Leben. Guck, dass ich nicht gehittet werde und gehe dann dahin. Verstört ihr das? Das machen wir jetzt. Wie sieht es eigentlich bei den Geistern aus? Ist da mal wieder was passiert oder sind da alle tot, weil ich sie umgebracht habe noch? Sie sind alle tot. Ich bin so ein Monster, ey. So ein Monster, ihr habt sie alle umgebracht, alle. Aber ich habe die Seelen tatsächlich gebraucht. Und wir haben ja dieses spezielle, stimmt, wir können ja jetzt in andere Seelen reinblicken. Heißt, wenn ich mich irgendwie mal daran erinnere, dass es hier irgendwelche Seelen gab, dann kann ich die jetzt nochmal holen. Schwierig. Wir müssten eigentlich fast durch jedes Gebiet nochmal durchrennen. Versteckte Station. Also, wir gehen jetzt durch, Leute. Und gehen ganz nach links. Die One hätten wir jetzt, das ist ja sehr gut. Wie unfair das war. Ich glaube, das war ja ein Schmetterlingsbaum, wo ich jetzt hingehe, oder? Ich glaube es. Warum ist das sonst so komisch markiert? Nein, da haben wir die Flügel bekommen, ich Held. Nee, aber da gab es auch Schmetterlinge. Ich bin mir... Nur mal testen. Ich war sicher, da gab es noch Schmetterlinge, oder etwa nicht? Vergammel hier die halbe Folge mit nichts. Warum ist das eigentlich markiert? Es ist einfach hier trotzdem nichts. Ja, also es war komplett fail. Ah nee, ich bin hier auch gar nicht richtig. Ich bin doch nicht.
nicht richtig. Hä, hier ging es doch runter. Laut Navigation geht es hier noch weiter. Seht ihr das? Hä? Das macht überhaupt gar keinen Sinn, was ich hier so sehe. Okay, jetzt mal serious, guck mal. Hier runter. Das stimmt doch was mit der Map nicht. Seht ihr das? Ich bin ja nirgends. Und das Zeichen passt halt hundertprozentig hier drauf. Und da bin ich nicht. Ich glaube, die Map ist buggy. Oder etwa nicht. Hier wird nicht sein, ey, vergiss es. Nee. Ich glaube, das ist einfach nur buggy gerade. Wir gehen noch mal raus. Einfach ignorieren. Ignorieren, das macht mich schon wieder aggressiv. Okay, das geht hier nicht. Okay, woher kriege ich denn blaue Schmetterlinge, wenn ich sie haben wollen würde? Die sind doch eigentlich auch gemarkt. Die gab es ziemlich selten. Und hier ist auch noch irgendwas. Wir gehen einfach mal dahin. Wir gehen jetzt nochmal zu dem Garten. Das, die Folge ist strange. Dam 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 na 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 na. Ja, komm. Ich liebe die Musik hier drin übrigens. Da. Gärten der Königin. Ich guck da Bus. Muss ich vielleicht nochmal zu der Tussi hingehen, weil ich ja die andere Hälfte jetzt hab? Das ist jetzt auch nochmal eine Frage. Ach, Fragen über Fragen und niemand kennt die Antworten. Doch, Google würde sie kennen, aber das wäre, dann würde ich mich selber betrügen. Und wir müssen nochmal zum Raupentypi. Wow, oh. Wow, oh. Zack, zack. Dann halt nicht. Vier Hits ist ja grauenhaft. Wir haben den Schmied einfach nicht umgebracht. Nicht aber gut. Ja, warum sind wir wohl nicht weiter? Weil es hier nicht weiter ging. Ich hält. Alter. Überall Sackgassen. Macht mich wütend. Und hier runter geht's. Hier waren wir, glaube ich, auch schon, gell? Ich glaube schon. Ja, klar. Und jetzt sind wir wieder hier. Macht überhaupt gar keinen Sinn, gell, eigentlich. Ja, und hier haben wir diesen komischen Schlüsselmacher. Eine Maske, ein Gesicht. Braucht es eins, tut es nicht, um zu formen und zu existieren. Was ist denn mit dir? Weiß von
Weiß es von dem Gesicht, das sich dahinter verbirgt, welche bemerkenswerte Kontraste Würm erschaffen hat. Du bist auch super strange Typ. What the fuck? Hat es die traurigste aller Wahrheiten gesehen, die größte Schande des Würm? Weggesperrt. Der Stillstand dieses Königreichs wird nun zum Vermächtnis des Würm. Es nimmt also jeden den Platz des Königs ein. Dann soll somit die düstere Verantwortung verliehen werden. Kein Käfer hat je alles eingefordert. Sogar die Bestien kannten ihre Grenzen. Ihr Reich endet am Ende des Nests. Es war die uralte Kaste, die versucht, über ein so großes Reich zu herrschen. Der Ruin Heilandsnest erzählt die Geschichte dieser Versuche. Er sieht das Gesicht dahinter, oder ist es nur eine weitere Maske? Die Wahrheit ist in Heilandsnest immer tief vergraben. Durch wie viele Schichten wird es sich graben? Ein Gesicht zu verändern, vollständig mit einem neuen zu überdecken, ein mächtiger Schutz, jedoch mit traurigen Folgen. Der einstige Geist wird zerstört, doch jeden von starkem Willen kann es ein kleiner Teil des Verborgenen selbst erhalten bleiben. Ich gebe jedem, der eines verlangt, ein Gesicht. Keine Aufgabe für mich, sondern eine Hilfe für eine Welt, die es verdient. What? Was geht hier ab? Wie random das eigentlich ist? Ich blick's nicht. Er hat eine neue Maske an. Wir gucken noch einmal. Der hat schon wieder eine neue Maske. Versuch was wert. Ich habe keine Ahnung, was wir noch tun können. Weil langsam haben wir ja eigentlich wirklich alles erforscht. Wie unnötig. Also es fehlt ja noch definitiv ein Schlüssel, den wir finden können. Wo ich keine Ahnung habe, wo. Es würde mich auch... Es kommt's nicht. Ich hätte jetzt keine Idee, wo wir das suchen könnten. Dann haben wir noch die Rose, die wir versuchen könnten abzugeben, worauf ich überhaupt gar keine Lust hätte. Weil das ist Hardcore, die Rose, ey. Ich weiß, die müssen wir zur weißen Dame bringen und wir dürfen nicht getroffen werden. Ey, das ist eine Aufgabe. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie aushalte. Oh Gott. Oh Gott. Kurz healen. Ciao. Ich wüsste auch nicht, wo wir gerade hinrennen. Also ich renne gerade voll random durch die Gegend. Ja, super. Wir haben keinen Schlüssel, oder? Ich guck nochmal nach. Schattenumhang, ja, das weiß ich. Mantisklaue ist klar. Brandzeichen des Königs, schön. Bahnkarte, eleganter Schlüssel. Glüht schwach im Dunkeln, toll. Was bringt der eigentlich? Reicht der elegante Schlüssel für die Abfallgrube, ist die Frage. Wo sind wir gerade? Das ist zu weit weg. Sollen wir nochmal zur Abfallgrube gehen? Und schauen, was da so... Ob wir da vielleicht doch rein können. Das nervt mich. Das nervt mich so sehr. Es tut mir leid, dass ihr das jetzt hier mit ansehen müsst, wie ich hier dumm rumrenne, aber... Ich meine, ich kann auch einfach nochmal zum Boss gehen, ihn nochmal finishen. Vielleicht haben wir jetzt ein anderes Ending mit der Maske. Wo ich ziemlich überzeugt bin, dass das für ein anderes Ende sorgt. Wir haben wahrscheinlich das schlechteste Ende überhaupt damals beim ersten Mal bekommen. So, wir gehen nochmal in Lagerräume der Stadt, dann gehen wir da runter.
Und sonst, wenn da wieder nichts ist, dann werde ich zwischen den Folgen mal die Map ganz genau angucken und schauen, was uns noch fehlt, ob ich vielleicht noch was finde. Und dann sage ich euch Bescheid in der nächsten Folge. Ich bin gesprungen, wir haben es alle gesehen. So, wie komme ich da runter? Unten. Bin ich noch richtig? Ja. Ey. Zack. Ja. Stimmt, mit dem Schlüssel können wir noch gucken, ob wir irgendwelche Tore haben, die wir versiegeln. Versiegelt das Tor wie das eine oder war das wirklich das einzige Tor? Gute Frage. Ich war aber ziemlich sicher, dass es noch mal eins gab. Ciao. Gleich darunter. Hier. Tada. Wir müssen darunter. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir hier noch nicht alles erforscht haben. Wir viel Zeit haben wir ja echt nicht viel. Viel Zeit haben wir ja echt nicht viel. Viel Zeit haben wir ja tatsächlich hier nicht verbracht. Ich gehe mal hier nach rechts. Guck mal hier, da ist eine Truhe. Also waren wir hier schon mal definitiv nicht. Und eine Wand. Ne? Ich sag's euch. Das Spiel. Hallo? Nimm dir nichts, das nicht dir gehört. Das ist Gesetz. Alles, was du siehst, das gehört mir. Sei nicht wütend. Ich teile mein Essen mit dir. Für etwas Geo. Ja. Dieses Geo ist nun meins. Versuche nicht, das dir zurückzunehmen. Hier, nimm dein Essen mit, wenn du gehst. Ranzige sei. Teile mein Essen mit dir für etwas Geo. Ja. Ranzige sei. Ich will noch mehr. Als ob der mir immer nur ein ranziges Ei gibt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Bestimmt gibt er mir auch mal was anderes. Ich finde dich wieder. Das Wasser wird dich zu mir bringen. Ich muss nur weitersuchen und beten. Wenn wir uns wiedersehen, will ich, dass du dich entschuldigst. Warte, nur 82? Ja. Ich mein Herz, der hat bestimmt auch noch was anderes. Ich kenne sowas. Das ist safe. Hello, Red. Ja. Wie viele ranzige Eier, Mann? Hello, Red. 86. Ist es random, was es kostet, oder? Hello. Nee, wir machen das jetzt noch zwei, drei Mal und gucken, was passiert. Was, wenn ich es nicht aufnehme? Ich muss es aufnehmen. Hello, Red. 94. Hello. Krass, wir können hier unendlich ranziges Ei kaufen. Was, ja, da war gar nichts, okay.
Wir gehen nochmal raus und wir rein. Hi. Ja, okay. Noch einmal zuhören. Nein. Okay, für was habe ich jemals ranziges Ei überhaupt, ne? Für was habe ich die überhaupt jemals gesammelt, wenn es die unendlich gibt? Wie viel haben wir eigentlich mittlerweile davon? 21. Ich kann nur ein paar Mal sterben. Gar kein Thema. Hier kommen wir her, okay. Sonst haben wir, glaube ich, nichts mehr. Nee. Okay. Ah, schon mal was Neues gesehen. Das ist ja schon mal etwas. Das ist das Problem. Eigentlich müsste ich jede Stelle nochmal abgehen, jeden Raum mal gegenhauen und gucken, was passiert. Es ist schon hardcore. Das ist schon hardcore. Du weißt halt nie, ob du irgendwas übersehen hast in diesen Räumen. Was halt mal ganz schnell passiert, wenn es so viele gibt. Aber so wie hier zum Beispiel. Ah ne, da fällt man nur hoch, oder? Komm ich hier wo? Ne. Da war die Bank. Karte wurde aktualisiert, das ist ja super. Super nervig, die Dinger. Ciao. Lass mich mal kurz healen, ey. So. Das mit den Seelen generieren ist übrigens super broken. Die Viecher sind so dumm, Mann. Und eklig vor allem. War hier eigentlich nochmal? Das war einfach der obere Weg, gell? Mensch, echt, Leute! Ich hätte wirklich diesen Weg sparen können. Hier sieht's eklig aus. Ciao! Ich versuche hier zu healen.
Oh Mann! Mann, 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 Mann. Ich bin gerade echt ein bisschen aufgeschmissen. Es kann doch jetzt nicht sein, dass wir alles entdeckt haben. Safe nicht. Oh Gott. Danke. Weg mit dem Dreck. Guck mal, dahinter, da, ich glaube, da waren wir auch noch nicht. Ciao. Oder doch, hier waren wir auch schon, gell? Ja, sieht so aus. Wo kommst du? Oh, oh mein Gott, das war so knapp, ey. Oh Gott, das zieht dir zwei Leben ab. Das war so bad. Müssen uns kurz healen. Ich hoffe, ihr habt noch genug. Wir müssen da echt ein bisschen vorsichtiger sein, hey. Ganz selektiv kann das gehen. Danke, ey, das sind die ja nervig. Ciao. Easy. So. Ist auch so mega verdächtig. Vielleicht? Nee. Was ist da oben eigentlich? Was war da oben nochmal? Wohin kamen wir da? Ach stimmt, da kamen wir ja an dieser komischen Seite raus. Nevermind, wir gehen jetzt erstmal zur Tür. Mann, wie kann ich eigentlich immer nur so den Faden verlieren in kürzester Zeit? Nein, ich habe eben noch keinen Schlüssel. Mann, ich würde da so gerne rein. Was ist das? Da ist oder was? Oder halt öffnen, vielleicht ein Boss oder... Mann! Wütend. So, wir gehen jetzt darüber. Nochmal. Gehen da nochmal rein. Ich gucke jetzt hier. Ne, ist nichts mehr. Gucken da jetzt hoch und dann gucke ich mir jetzt gleich mal zwischen den Folgen hier die Map ganz genau an. Also ich inspiziere sie, aber heftig genau. Guck mal, da war ich noch nicht mal. Hier ist ein Pilz. Und ich habe den einfach übersehen. Mich hier natürlich auch noch mal ganz genau um. Ja, guck mal, schon was.
Ja, klar, Mutter, schick Schätze. Sammle sie auf. Sicher, klar, kleine Schwester, klar, klar. Stärker, klar, klar, größer Mütter. Klar, klar, wachsend, gedeihe, hübsch und feucht. Laut, klar, klar, gruselig hoch oben, bleib hier, klar. Klar, Mutter, schick Schätze, sammle sie auf. Mutters Leuchten so wütend, so wütend. Ob das mit dem anderen Viech zu tun hat, das wir gefunden haben? Heißt es so wieder. Was ist das hier? Was? Was soll das Ding da sein? Warum? Kann ich es schlagen? Stärker, klar, klar, größere Mutter. Wachsend, genau, hübsch und voll. Was ist das, bitteschön? Was sollte... Das Spiel sagt mir einfach nicht diesen Zusammenhang. Aber vielleicht sucht es... Ich kann mir vorstellen, dass der andere Typ sie sucht. Vielleicht müssen wir jetzt nochmal zu ihm hingehen, den wir essen die ganze Zeit, nö. Jetzt sind wir hier beim Schmied. Gucken wir mal, ob der noch da ist. Würde mich mal interessieren. Er ist weg! Er ist weg? Na, ich hab die meine Glitz. Hä? Okay. Gut, Leute, ich werde nächste Folge einfach mal. Ich werde mal ein bisschen rumgucken auf der Map, ob ich was finde. Und dann schalte ich wieder ein, dann seid ihr mit dabei, wenn ich was gefunden habe. Falls. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.